dann können wir starten aus meiner Sicht. Sie sehen mich hier heute in etwas ungewohnter Doppelfunktion sozusagen. Denn normalerweise stelle ich die Referentin oder den Referenten immer vor. Heute, wie gesagt, haben wir uns überlegt, dass es vielleicht für Sie ganz spannend sein könnte, dass wir mal den Stand der Dinge, die die Hochschule betrifft, vorstellen. Und zwar nicht nur, was sozusagen zu unserem Kerngeschäft gehört, sondern auch zu der Frage, womit man sich sozusagen auch zukunftsbezogen beschäftigt. Deshalb haben wir das Thema Digitalisierung, Internationalisierung und regionale Einbindung, die Zukunft der Hochschule Harz, gewählt. Ich freue mich, dass Sie alle hier sind. Ich freue mich, dass wir insofern auch eine gute Mischung haben, dass wir einige Dozentinnen, Dozenten, Professoren bei uns haben. Schönen guten Abend. Ich freue mich, dass Studierende da sind, der Kuratoriumsvorsitzende, Herr Dr. Mlich, ist unter uns, da hinten sitzt er ohne Brille, für mich ganz schwer auf die Entfernung zu erkennen, sodass wir also eine schöne Mischung der Generationenhochschule haben, wie wir sie auch an dieser Stelle anstreben. Ich will zunächst mal allen noch ein gutes neues Jahr wünschen. Ich habe gelernt, das darf man mindestens in der ersten Hälfte des Januars noch, ohne dass man irgendeine Etikette verletzt, tun. Also da haben wir heute die letzte Chance, sozusagen vor diesem Hintergrund, dass wir das noch völlig unproblematisch machen dürfen. Aber danach dürfen wir wahrscheinlich auch noch. Bevor ich kurz zu mir komme, wie immer am Anfang ein paar organisatorische Hinweise. Es gibt die Internetseite www.generationenhochschule.de, wie Sie wissen. Die wird zurzeit überarbeitet, noch ein bisschen benutzerfreundlicher, wie wir hoffen, und hat allerdings in diesem Zusammenhang den kleinen Nachteil, dass dann keine Fotos dort mal direkt eingestellt werden, dass Sie sich nicht wundern müssen, dass wir praktisch dann in Zukunft an der Stelle jetzt ohne Fotograf auskommen können. Ansonsten ändert sich nichts. Die Anmeldung zu der Veranstaltung bleibt wie gehabt. Die Bitte noch mal zu gucken, ob die Handys ausgeschaltet sind, damit wir da jetzt nicht gestört werden. Ich würde dann, wie üblich, ungefähr zur Hälfte, also so gegen Viertel vor fünf, eine kurze Pause machen, eine Viertelstunde, und dann würden wir sozusagen noch eine zweite Runde von Viertel vor sechs, und dann würden wir von sechs bis kurz nach halb sieben sozusagen einen zweiten Teil hier anstreben. Es wird wie immer die Möglichkeit geben zu diskutieren. Ich würde Sie auch bitten, schon wenn Ihnen irgendwas auffällt oder Sie Fragen haben, die gerne auch mittendrin zu stellen. Ansonsten gibt es sozusagen auch am Ende des ersten und des zweiten Teils natürlich die Möglichkeit, dass wir nochmal in die Diskussion an dieser Stelle kommen. Wie immer die Bitte, auf ein Mikro zu warten, sonst können nicht alle hören, was man fragt. Wir sind am Ende sozusagen unseres Wintersemesters. Zurzeit läuft die Prüfungszeit, die geht noch bis zum 1. Februar. Dann wird die Hochschule wieder sozusagen, was die Studierenden angeht, ein bisschen in den Winterschlaf fallen. Deshalb gibt es im Moment eigentlich nur zwei Veranstaltungen anzukündigen, die im Februar stattfinden. Das eine ist eine Vernissage am 6. Februar in der Rektoratsvilla, 19 Uhr. Und zwar Miriam Hilker wird unter dem Thema Luftlinie, Malerei und Zeichnungen dort präsentieren. Und die zweite Veranstaltung ist unsere Generationenhochschule im Februar, 12. Februar, 17 Uhr hier an diesem Ort mit dem Thema Stimmen aus dem Frauenkonzentrationslager, Biografien in Film, Buch und Online-Archiv. Eine Referentin, Doretta Walz, ist eine Dokumentarfilmerin und Trägerin des Bundesverdienstkreuzes und des Grimme-Preises, wird über dieses sicherlich interessante, aber nicht ganz einfache Thema an dieser Stelle berichten. Das Ganze wird auch durch eine kleine Ausstellung an der Stelle begleitet. Ja, dann ist es an diesem Punkt immer der Moment, wo man die Referentin oder den Referenten vorstellt. Ich will kurz was zu meiner Person sagen. Ich habe Betriebswirtschaftslehre studiert in Göttingen, habe dann anschließend als gebürtiger Wolfsburger bei VW gearbeitet in der Konzernbeschaffung, habe mich damals auch schon um Informations- und Kommunikationssysteme und Prozesse im Beschaffungsbereich von VW gekümmert, parallel dazu meine Promotion an der Universität Göttingen betrieben. Es war so eine Art
gab es gar nicht, gibt es heute auch noch nicht, duale Promotion, also eine Mischung aus akademischem Teil und einem Praxisteil, so wie wir das hier bei uns im Studium halt auch immer anstreben. Anschließend war ich kurz an der TU Dresden aktiv, an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, und bin dann seit 1993, also schon ziemlich lange, hier Professor für Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Logistikmanagement. Zwischendurch, 1997 bis 2000, war ich in der relativ frühen Phase der Hochschule schon mal Prorektor für Studium und Lehre und habe dieses Amt dann von 2007 bis 2016 inne gehabt. Und dann passierte das, von dem wir hier auch öfter berichtet haben. Unser langjähriger Rektor, Professor Dr. Armin Willingmann, ist erst als Staatssekretär und dann als Minister ins Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung gegangen. Und dadurch hatte ich dann als damaliges Rektoratsmitglied zunächst geschäftsführend als amtierender Rektor die Aufgabe, die Hochschule zu vertreten, und bin dann nach der Wahl im Februar 2017 gewählter Rektor der Hochschule Harz. Meine Familie, meine Frau wohnt in der Nähe von Göttingen in Roßdorf, da bin ich auch ab und zu, inzwischen seltener, weil unsere Töchter inzwischen erwachsen sind und selber ausgeflogen sind und studieren, und von daher haben wir uns als Familie entschlossen, hier jetzt im Magenta Wohnpark uns eine Wohnung zuzulegen, und ich bin natürlich die Woche über sowieso immer hier, aber auch meine Frau guckt jetzt immer öfter mal dazu, sodass wir das Familienleben nach und nach stärker jetzt auch hier, das Privatleben, nach Wernigerode verlagern. Das vielleicht ein paar Informationen zu mir. Ich würde heute Abend bevor wir jetzt inhaltlich einsteigen, ganz gerne natürlich über diese Themen, die angekündigt sprechen, nämlich Digitalisierung, Internationalisierung und regionale Einbindung, also welche Überlegungen dort bei uns an der Hochschule Harz zu diesen Themen bestehen. Vorher würde ich für diejenigen, die die Hochschule jetzt vielleicht im Einzelnen gar nicht so gut kennen, einen kurzen Überblick geben. Die praktisch Insider sind von dem, was wir machen, bitte ich um Verständnis, dass vielleicht dann ein paar Dinge doppelt und bekannt sind an der Stelle. Und ich würde ganz am Ende dann auch des zweiten Teils noch auf zwei Punkte eingehen, die vielleicht für Sie ganz interessant sind auch, womit wir uns aktuell beschäftigen. Das eine Thema ist das Thema bauliche Entwicklung, weil wir hoffen, dass wir irgendwann hier nochmal uns an der Stelle ein bisschen erweitern und aktualisieren können. Und dann würde ich noch ganz kurz was zum Thema Campus-Kodex sagen, weil wir uns zurzeit auch damit beschäftigen, wie wir jetzt mal unterhalb von rechtlichen Regelungen anstreben, eigentlich miteinander umzugehen. Und das könnte vielleicht auch an dieser Stelle ein ganz für Sie ganz interessantes Thema sein. Ja, jetzt komme ich hier zur ersten Folie. Paar Facts and Figures, werden die meisten von Ihnen kennen. Das heißt, wir haben als Hochschule zwei Standorte, außer Wernigerode-Halberstadt. Wir haben drei Fachbereiche hier in Wernigerode, den Fachbereich Wirtschaftswissenschaften und Automatisierung und Informatik, und am Standort Halberstadt den Fachbereich Verwaltungswissenschaften. Wir haben ungefähr 3.100 Studierende. Zum Stichtag 31. Oktober, wo immer abgerechnet wird, waren es genau 3.110. Dass das eine Rolle spielt, werde ich gleich nochmal erläutern. Und wir haben insbesondere, und das ist der Kern unseres Tuns, 24 Studiengänge mit allen drum und dran, also duale, internationale, berufsbegleitende. Das sind, wie gesagt, insgesamt circa 24 Studiengänge. Selbst das ist nicht ganz leicht zu rechnen, denn wenn man einen Studiengang normal und dual betreibt, sind das dann zwei Studiengänge oder ist das einer? Das ist dann so ein bisschen eine Frage auch der Definition an dieser Stelle. Überlegungen zu unseren Zielen, das hatte ich eben schon angesprochen. Man kann ja sich überlegen, wie groß muss denn eigentlich eine Hochschule mindestens sein, damit es eine selbstständige Hochschule ist. Darüber gibt es in Deutschland durchaus interessante Überlegungen. Bei uns ist eigentlich die klare Ansage, dass wir vor diesem Hintergrund anstreben, dass wir immer eine 3 vor den weiteren drei Zahlen
haben wollen, damit wir gar nicht in eine Diskussion eintreten müssen nach dem Motto, ist das eigentlich eine Hochschule, die zu klein ist oder hat die eine gute oder eine richtige Größe. Das heißt, wir streben an, dass eine 3 vorne steht. Damit wir noch ein bisschen Wasser unterm Kiel haben, haben wir uns als Ziel genommen, dass 3.100 Studierende im Prinzip für uns etwas sind. Wenn wir die haben, dann machen wir da einen Haken hinter. Aktuell 3.110, also Sie sehen, dass wir da auch in einer Zeit, wo es gar nicht so viele Schulabgänger gibt und auch eine Menge anderer Hochschulen, die attraktive Angebote machen, eigentlich im Moment ganz gut auf Kurs sind an der Stelle. Wir wollen uns natürlich im Bereich anwendungsorientierte Forschung damit beschäftigen, und zwar insbesondere um einen regionalen Mehrwert hier zu gestalten. Darauf gehe ich ja nachher noch ein bisschen stärker ein, nämlich die Frage, wie die Hochschule in die Region praktisch eingebunden ist und in Zukunft auch weiter eingebunden werden soll. Und der dritte und letzte Kernpunkt ist natürlich, dass eine Hochschule halt auch eine gesellschaftliche Verantwortung hat mit Themen wie, wie geht man mit der Digitalisierung um, auch das ist ein Thema heute Abend, oder wie können wir uns im Prinzip in eine Gesellschaft einbinden, die halt dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet ist. Rechts sehen Sie ein paar Punkte. Das haben wir im Rektorat so runtergebrochen, also alle die Ziele, die Oberziele sind sozusagen dann in Ziele, die die einzelnen Rektoratsmitglieder in erster Linie im Fokus haben, praktisch runtergebrochen. Das erste Ziel, Commitment und Nachhaltigkeit, ist mir zugeordnet. Also Commitment, das heißt also, wie identifizieren sich denn eigentlich die Studierenden mit der Hochschule, was können wir dafür tun, wie können wir da helfen, aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wann sind die zufrieden und auch die Kolleginnen und Kollegen, dass man sozusagen als ein Team an dieser Stelle nach innen und nach außen auftritt. Nachhaltigkeit, wie gesagt, ist im Rektorat auch bei mir. Dann haben wir das zweite Thema, das ist der Kanzler. Eine Hochschule hat ja einen Kanzler, das ist der Verwaltungschef, das ist bei uns Michael Schilling. Der kümmert sich vor allem um das Thema Verwaltung selbst und Hochschulbau. Auch da werden wir nachher noch ein bisschen drauf eingehen. Dann haben wir das Kerngeschäft von uns, das ist Studium, Lehre und bei uns ist Internationales noch dem zugeordnet. Das verantwortet bei uns die Kollegin Professor Dr. Luisa Klemmer, hier blau unterlegt. Dann haben wir den Bereich Forschung und Transfer, macht bei uns Professor Dr. Georg Westermann. Stichwort Third Mission, da werde ich nachher auch noch ein bisschen drauf eingehen. Und dann haben wir bei uns in unserem Rektorat einen neuen Bereich geschaffen, der lautet Hochschulentwicklung und Gleichstellung. Und dort kümmert sich Professor Dr. Jens Weiß insbesondere auch um die Themen Digitalisierung, Vernetzung der Fachbereiche. Wir wollen halt gucken, dass die Standorte Wernigerode und Halberstadt eher zusammenwachsen und nicht sozusagen irgendwie völlig unabhängig voneinander agieren. Und wie gesagt, auch das Thema Gleichstellung und Diversity ist bei ihm sozusagen zugeordnet. Ein paar geschichtliche Daten. Die Hochschule gibt es ja seit 1991 an dieser Stelle. Anfänglich gegründet mit dem Fachbereich Wirtschaftswissenschaften. Man suchte ja dann, wie überall in Deutschland nach der Wende, auch hier in Sachsen-Anhalt, nach Dingen, die hier zur regionalen Wirtschaft passen. Und da fiel einem natürlich als allererstes Tourismus ein. Und das ist noch nach wie vor unser größter Studiengang. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Und vor diesem Hintergrund hat man gesagt, Wirtschaft und mit dem Schwerpunkt Tourismus wäre sicherlich ein gutes Thema. Und was ja wirklich für diese Region toll ist, es gab damals eine Industrie und die gibt es heute auch noch, was viele Gäste gar nicht wissen, wie stark die gewerbliche Wirtschaft ist. Und dort hat man vor dem Hintergrund der Branchen, die hier sehr stark vertreten sind, gesagt, da passt gut ein Fachbereich Elektrotechnik und Informatik dazu an dieser Stelle. Der ist praktisch dann irgendwann umgenannt worden, 1999, in Automatisierung und Informatik. Aber wie gesagt, im Kern sollen die Fachbereiche halt auch die Branchenstruktur der Region mit abbilden. Wir haben uns dann 1998 in Hochschule für angewandte Wissenschaften umbenannt. Also vorher hießen wir Fachhochschule Harz, jetzt heißen wir Hochschule Harz. Der Hintergrund war insbesondere,
dass hier in Sachsen-Anhalt und anderen Bundesländern man gar nicht so ganz genau wusste, was eine Fachhochschule ist. Und die Abgrenzung zur Fachschule war immer relativ schwer vorzunehmen. Und deshalb haben wir praktisch als eine der ersten Hochschulen gesagt, okay, vielleicht führt das ein bisschen mehr zu einer Klarheit unseres Statuses, dass wir eine Hochschule sind. Aber wir fühlen uns natürlich dem Prinzip der Fachhochschule, nämlich der angewandten Forschung und Lehre, und der stark verbunden. Weiterhin, also wir sind, das Wort Fachhochschule ist für uns irgendwie jetzt kein negativ besetzter Begriff. Wir wollten uns nur dadurch ein bisschen in der Diskussion klarer stellen. Und genauso 20 Jahre ist das her, dass wir den Fachbereich Verwaltungswissenschaften an die Hochschule bekommen haben. Das war vorher eine ganz normale interne Verwaltungsfachhochschule in Halberstadt, die wie in anderen Bundesländern auch dem Innenministerium unterstand. Und man hat praktisch vor 20 Jahren das sogenannte Halberstädter Modell umgesetzt. Ein Modell, in dem praktisch die Verwaltungsausbildung in einem ganz normalen Fachbereich einer staatlichen Hochschule verankert ist. Das ist insofern eine Besonderheit. In anderen Bundesländern ist es nach wie vor so, dass viele zunächst mal als Anwärterinnen, Anwärter eingestellt werden und praktisch dann während der Ausbildung auch eine Bezahlung bekommen, aber auch gleichzeitig einen Beamtenstatus als Anwärterin, Anwärter haben. Und bei uns ist das halt so, dass das ganz normale Studierende sind, die halt Verwaltungswissenschaften studieren. Ich werde gleich noch ein bisschen darauf eingehen, dass das Ganze jetzt ein Stück weit mit dem alten Modell wieder verbunden wurde, aber das war die damalige Idee 1998 ist sie umgesetzt worden, die gab es natürlich schon viel vorher. Damit gab es natürlich eine Menge Vorbereitungen an dieser Stelle zu bewältigen. Ganz kurz zu dem Profil unserer Fachbereiche. Links sehen Sie das Gebäude, in dem wir uns befinden, und ein Labor hier auch vom Fachbereich Automatisierung Informatik. Die Liste der Studiengänge ist hier mal benannt. Wir haben so ungefähr 670 Studierende aktuell am Fachbereich Automatisierung Informatik. Der Name sagt schon, was für Studiengänge wir haben. Automatisierung, zum Beispiel ein Studiengang Smart Automation, und wir haben Informatik-Studiengänge. Besonderheiten sind an dieser Stelle insbesondere auch der Bereich Medieninformatik. Das ist der inzwischen größte einzelne Studiengang des Fachbereichs Automatisierung Informatik. Da geht es halt darum, die Themen Mediengestaltung, also Homepage-Gestaltung, Filme, Audios machen, mit dem Thema Informatik zu verbinden. Und damit sind wir natürlich im Bereich Digitalisierung schon sehr früh unterwegs gewesen. Und das hilft uns an ganz vielen Stellen, auch hier als Hochschule, dass wir da Kompetenzen in diesem Medienbereich haben. Aus diesem Studiengang hat sich ein Masterstudiengang entwickelt, Medien- und Spielekonzeption. Spiele, das ist ja für uns etwas, sage ich jetzt mal, für mich über 50-Jährigen etwas, wo ich sage, das ist eigentlich auf den ersten Blick eine Randerscheinung. Aber wenn man sieht, was das inzwischen für eine Branche ist, die Spiele im Prinzip entwickelt und vermarktet, dann ist das zurzeit eine riesengroße, wachsende Branche in Deutschland und weltweit. Und das Spannende daran ist, dass es natürlich über dieses Thema virtuelle Realität halt nicht nur darum geht, Spiele zu entwickeln, sondern auch Dinge zu entwickeln, die dann sehr nah beispielsweise an Anwendungen sind. Zum Beispiel kann man sich heute mit einer Virtual Reality Brille nahezu identischer Umgebung eine Maschine, die ein Unternehmen nach Südostasien verkauft hat, vor Ort angucken und im Prinzip Instandhaltung oder Reparaturtipps von hier geben. Also das geht weit über sozusagen das Thema, ich setze mich abends von Computer und Spiele ein bisschen hinaus, und ich glaube, damit sind wir auch in verschiedenen anderen Richtungen sehr, sehr gut aufgestellt an der Stelle. Wir haben hier vielleicht das noch als Ergänzung, auch eine interessante Geschichte, zweimal schon eine sogenannte Add-on-Konferenz gehabt. Das heißt, Spieleentwickler nicht nur aus Sachsen-Anhalt, Deutschland, sondern sogar Europa haben sich hier getroffen und ihre Erfahrungen ausgetauscht. Das ist natürlich auch nochmal ein ganz interessantes Umfeld. Also wenn Sie da mal das in der Presse sehen, können Sie vielleicht auch mal eine halbe Stunde reinschauen.
Schnuppern, das ist ganz anders als wissenschaftliche Konferenzen normalerweise stattfinden, aber inhaltlich und diskussionstechnisch auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und dann wird in so einer Veranstaltung dann halt auch gerne mal ein ganz berühmter Spieleentwickler aus Japan, ne, was ist eines der Meckas im Prinzip der Spieleentwicklung, zugeschaltet und gibt ein paar Tipps halt nochmal von sehr profunder Stelle. Wir haben hier in Wernigerode noch den Fachbereich Wirtschaftswissenschaften. Die Studiengänge ist der, was die Studierendenzahl und die Zahl der Studieneingänge größte Fachbereich. Deshalb ist das auch auf zwei Folien hier an dieser Stelle abgebildet. Wir haben dort praktisch zum einen, kommt jetzt diese Folie, als sehr großen Studiengang Tourismusmanagement. Wie vorhin gesagt, ist das der größte, als Bachelorstudiengang, der größte einzelne Studiengang. Im Bereich Tourismus ist es auch so, dass wir da bundesweit eine große Rolle spielen. Die größte Hochschule mit den meisten Studierenden im Bereich Tourismus ist die Hochschule München. Und danach kommen so ein paar Hochschulen, die um Platz 2 bis 4, 5 streiten. Da ist mal die eine vorne und mal die andere. Und zu denen, die dann sozusagen zu den studentenzahlmäßig größten Hochschulen in Deutschland nach der Hochschule München gehören, gehören wir dann an dieser Stelle auch. Eine weitere Sache ist im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften sehr spannend, und zwar der Bereich Wirtschaftspsychologie. Der Bereich Wirtschaftspsychologie ist auch vor ungefähr 20 Jahren, wir kommen jetzt ins 21. Jahr, hier an der Hochschule Harz in Wernigerode zum ersten Mal als eigenständiger Studiengang in Deutschland eingeführt worden. Um ehrlich zu sein, muss man sagen, dass wir das gemeinsam mit der damaligen Fachhochschule Lüneburg entwickelt haben. Und eigentlich wollten wir es parallel einführen, aber damals war die Genehmigung in Sachsen-Anhalt noch deutlich schneller als in Niedersachsen. Ob das heute noch so ist, wüsste ich nicht. Und deshalb haben wir sozusagen ein bisschen früher gestartet als die Schwesterhochschule in Lüneburg, die dieses Programm mitentwickelt hat. Und das ist nach wie vor, sozusagen sind wir da deutschlandweit als, nicht nur diejenigen, die es zunächst eingeführt haben, sondern die das auch auf einem sehr hohen Niveau betreiben, bekannt. Ansonsten haben wir internationale Programme und auf dieser zweiten Folie sind Masterstudiengänge genannt, und Sie sehen, auch dort ist beispielsweise der Bereich Tourismus und Wirtschaftspsychologie unter anderem mit vertreten. Also Fachbereich Wirtschaftswissenschaften hat nicht nur die meisten Studiengänge, sondern auch die meisten Studierenden, knapp 1700 studieren alleine am Fachbereich Wirtschaft. Dann haben wir, wie vorhin gesagt, seit 20 Jahren einen weiteren Standort in Halberstadt. Der ist noch nicht ganz 20 Jahre am Domplatz. Also wir haben da eine sehr attraktiven Standort auch in Halberstadt. Direkt neben dem Dom, ein Teil unserer Liegenschaft ist die ehemalige Dompropstei. Sie sehen links ein Bild von dem größten Hörsaal. Der ist insoweit für den Vortragenden ganz interessant, als die Zuhörerinnen, Zuhörer zu beiden Seiten sitzen. Da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, ob man dann nach links guckt oder nach rechts guckt an der Stelle. Aber man kann sozusagen das Spannende, diesen Hörsaal sowohl als großen Hörsaal benutzen, als auch in der Mitte eine Trennwand runterlassen. Und dann hat man im Prinzip an dieser Stelle zwei kleinere Hörsäle. Wir haben dort Studiengänge, mit denen man auch Beamtin, Beamter werden kann. Das sind die Studiengänge öffentliche Verwaltung und Verwaltungsökonomie an dieser Stelle. Und da gibt es dann mit dem Studienabschluss die sogenannte Laufbahnbefähigung. Und was ich vorhin schon angedeutet habe, seit dem letzten Jahr gibt es bei uns in Halberstadt duale Angebote in der Gestalt, als praktisch auch im Land Sachsen-Anhalt wieder Beamtenanwärterinnen eingestellt werden. Das sind zurzeit pro Jahr 25. Die dann bei uns an den Fachbereich Verwaltungswissenschaften delegiert werden und ihre wissenschaftliche Ausbildung bei uns in Halberstadt an der Stelle durchlaufen. Und nachdem sich das entwickelt hatte, haben die Kommunen, also die Städte, Gemeinden und Landkreise gesagt, dass sie eigentlich auch ein großes Interesse daran haben, zukünftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ganz früh an sich zu binden. Und seitdem haben wir, wie gesagt, auch duale Studienvarianten mit Studierenden, die in Kommunen eingestellt sind. Und diese Entwicklung
macht zurzeit große Fortschritte. Also wir haben dieses Jahr noch mehr Studierende angemeldet. Letztes Jahr haben wir in der Summe mit über 50 gestartet. Dieses Jahr werden wir wahrscheinlich knapp 80 Studierende in diesem Modell haben, sodass wir gleichzeitig Studierende haben, die sich ganz normal wie Studierende von AI oder Wirtschaftswissenschaften bewerben und Studierende, die an dieser Stelle halt von entweder dem Land oder Kommunen angestellt sind, wobei die Art der Anstellungsverhältnisse ist gerade bei den Kommunen sehr unterschiedlich. Also da hat jede Kommune auch noch ein bisschen unterschiedliche Modelle an der Stelle. Ungefähr 750 Studierende haben wir hier am Standort in Halberstadt. Die nächste Folie zeigt so ein bisschen die Entwicklung der Studierendenzahlen. Und Sie sehen daran, dass wir beginnend 1991 erstmal sozusagen eine starke Kurve hatten, wo die Studierendenzahlen gewachsen sind. Und seit ungefähr 2003 ist das Ganze relativ konstant bei 3000 Studierenden. Und das ist, wie gesagt, etwas, was auch gewollt ist. Wir glauben, dass ungefähr 3000 Studierende, viel weniger hatte ich vorhin schon gesagt, sollten es möglichst nicht sein. Aber wir wollen auch uns nicht irgendwie verdoppeln oder so. Eine gute Zahl für unsere Standorte in Wernigerode und Halberstadt sind. Und es geht, wie gesagt, nicht so sehr darum, um quantitatives Wachstum, dass wir halt mehr Studierende hierher praktisch gewinnen wollen für uns, sondern es geht um qualitatives Wachstum. Das heißt also, dass wir attraktive Programme haben, mit denen die Studierenden nach dem Abschluss ihres Studiums dann auch sozusagen sehr gut ausgebildet in ihre berufliche Karriere starten können. Zwei Besonderheiten möchte ich Ihnen kurz vorstellen, die wir entwickelt haben und die auch in dieser Form nicht an jeder Hochschule angeboten werden. Das erste ist das sogenannte Studium Plus Plus. Wir sind in der Situation, ich sage das jetzt mal ein bisschen abstrakt und erkläre es dann mal mit eigenen Worten, dass wir sozusagen sehr heterogene Eingangskompetenzen von Studierenden haben. Also das ist so, dass wir manchmal in manchen Bereichen Studierende haben, die ein Abi haben mit einer Note 1 und danach kommt eine relativ kleine Zahl nach dem Komma. Und wir haben auch Studierende, die beispielsweise eine Fachhochschulreife haben. Und insbesondere, das sind deshalb nicht irgendwie schlechtere Studierende, überhaupt nicht, aber die insbesondere in formalen Kompetenzen, also in Mathe zum Beispiel, nicht so weit sind wie manche, die ein gutes Abitur haben. Und diese Problematik führt dazu, dass wir insbesondere im Fachbereich Automatisierung und Informatik relativ hohe Durchfallquoten in Fächern wie Mathematik oder auch Programmierung haben. Und darauf haben wir reagiert, indem wir gesagt haben, wenn jemand im ersten Semester in diesen Fächern durchfällt, muss er die im zweiten Semester nachholen. Dann wird es für jemanden, der dann die zweite Stufe von Mathematik, Programmierung machen muss, nicht leichter. Und wenn man dann die Studierenden fragt, in welchem Semester sie wären, sagen sie, naja, also eigentlich bin ich im dritten, aber in Mathe bin ich noch im ersten und in Programmierung im zweiten. Das heißt also, es wird dann für diese Studierenden schwierig, im Prinzip ein geordnetes Studium durchzuführen. Und deshalb haben wir dieses Studium Plus Plus entwickelt und das bedeutet, dass wir die ersten zwei Semester auf vier Semester strecken. Das heißt, dass die Studierenden die schwierigen Fächer am Anfang sehr intensiv im Prinzip dann belegen können und dann eine relativ schnelle Rückmeldung bekommen, ob sie sozusagen das in Mathe und Programmierung hinkriegen und ab diesem Moment aber auch wieder ganz normal weiter studieren in einer Gruppe und nicht unterschiedlichen Studiengruppen und Semestern zugeordnet sind. Das ist Studium Plus Plus. Und das zweite Thema ist das Orientierungsstudium. Da haben wir im letzten Jahr mit begonnen und es geht eigentlich auf folgende Überlegung zurück. Die Schülerinnen und Schüler kriegen eine Menge Informationen über mögliche Studienprogramme und es gibt Hunderte, wenn nicht Tausende in Deutschland und sie können sich noch überlegen, ob sie ein Studium machen oder eine Ausbildung nach der Schule. Und vor lauter Informationen macht das die Entscheidung eigentlich für viele nicht leichter. Und viele Schülerinnen und Schüler gehen nach der Schule dann manchmal auch, um ein bisschen Abstand zu gewinnen, ins Ausland, machen Work and Travel oder ein freiwilliges soziales Jahr. Und wir haben im Prinzip gesagt, wenn die Studierenden wollen, können sie diese Zeit auch nutzen, um sich hier vor Ort zu orientieren. Das heißt, die Idee des Orientierungsstudiums sieht so aus, dass man bei uns eingeschrieben ist und mehrere Studiengänge ein oder maximal zwei Semester ausprobieren kann, ohne dass man sich am Anfang aus das Studium im Prinzip festlegen muss. Das heißt also, man sitzt ganz normal in den Vorlesungen,
guckt, ob Informatik zu einem passt, Tourismus zu einem passt, Verwaltungsmanagement passt und schreibt auch am Ende ganz normal die Klausuren mit und kann sich dann, nachdem man nicht sozusagen über Informationen sich für ein Studium entschieden hat, sondern nachdem man das am eigenen Leibe erfahren hat, sagen, okay, jetzt wo ich weiß, wie das ganz real läuft, kann ich mir vorstellen, dass ich das Studium A oder B weitermache. Und wenn man dann dieses Studium bei uns weiter studiert, dann werden die Prüfungen, die man in dieser Orientierungsphase gemacht hat, angerechnet. Das heißt, das sind dann immer natürlich nur einzelne, weil man ja mehrere Sachen probiert hat, die nicht in allen Studiengängen dann praktisch vorkommen. Aber man kann halt auch damit dann im Nachhinein ein bisschen Zeit sparen. Wir glauben, dass das in die Zeit passt. Einige andere Hochschulen folgen jetzt auch dieser Idee. Wir sind auch nicht die allerersten, aber wir gehören so zu den ersten 5, 6 Programmen in Deutschland, die das in dieser Weise aufgelegt haben. Und ja, die Resonanz war im ersten Jahr gut. Wir wollten ungefähr 30 Studierende dort in diesem Programm aufnehmen, um auch für uns Erfahrungen damit zu sammeln. Die sind auch in ganz kurzer Zeit ungefähr zusammengekommen und das Ganze hat aktuell aus Sicht der Studierenden eine sehr positive Rückmeldung. Also das ist halt auch etwas für die Gruppe der Schüler, die noch nicht genau wissen, in welche Richtung sie gehen. Manche wissen schon in der 10., 11. Klasse, ich werde Ärztin und ziehen das dann auch durch. Aber es gibt halt auch eine gar nicht so kleine Gruppe, die noch am Ende der Schulzeit nicht genau weiß, was sie macht. Und für die ist dieses Programm vorgesehen. Die nächsten beiden Bilder sind für Sie nicht überraschend, wenn ich sage, was wir so machen. Wir haben auf der einen Seite eine Kinderhochschule, die praktisch unser Programm an dieser Ecke abrundet. Und das nächste Bild kennen Sie auch, gehört hier auch zu unserer Darstellung unserer grundsätzlichen Angebote, eine Generationenhochschule, in der wir uns gerade befinden. Zum Thema Bibliothek werde ich später noch kommen, weil das einer unserer Baupläne ist. Wir haben aktuell eine Bibliothek mit ungefähr 130.000 Bänden und elektronischen Medien, wobei, und darauf gehe ich später noch ein, der Schwerpunkt sich stärker zukünftig halt auf E-Books, elektronische Medien verlagert. Wir sind insgesamt so ein bisschen am Überlegen, wie viele Bücher wird es auch zukünftig noch in Bibliotheken geben. Wir sind einig, es wird keine buchfreie Bibliothek geben, aber die Frage des Mixes zwischen elektronischen Medien und Büchern, das wird sich halt auch in der nächsten Zeit entscheiden, wie sich an dieser Stelle Bibliotheken weiterentwickeln. Und das ist auch ein Angebot an Sie. Das heißt also, die Bibliotheken der Hochschule Harz sind halt für alle Bürger auch nutzbar. Wir haben ein Thema wie Hochschulsport, auch da gehe ich später nochmal darauf ein, weil auch diese Dinge, die rund um das Studium passieren, die Attraktivität einer Hochschule ausmachen. Und wir haben ein Bild hier von unserer größten Feier, dem Campusfieber. An dem Tag ist es ja so, dass wir morgens einen Tag der offenen Tür machen, wo wir alle Studiengänge vorstellen und auch unsere Forschungsaktivitäten, die Labore aufmachen. Und am Abend ist das Fest auf der Campuswiese. Wer von Ihnen das schon mal notieren möchte, kann gerne am 18. Mai dabei sein. Wir hoffen, dass das Wetter dann so gut ist, dass sozusagen alle auch ohne große Schirme oder so dann im Mai dabei sein können. Wir werden in diesem Jahr am Tag davor noch eine Mastermesse machen. Das heißt, wir werden unsere Masterstudiengänge sowohl unseren eigenen Bachelorstudierenden oder Bachelorstudierenden anderer Hochschulen und natürlich, was die berufsbegleitenden Programme angeht, auch unseren ehemaligen, den Alumni, vorstellen, sodass die Ballung der Events an diesem Wochenende noch größer sein wird als sonst. Und das Letzte, worauf wir immer stolz sind, ist, dass wir eine Hochschule mit eigenem Bahnhof sind. Da gibt es auch nur wenige in München und Berlin, die irgendwie eine U-Bahn-Station, Universität haben wir. Ich gebe zu, dass es größere Bahnhöfe gibt als die Haltestelle Hochschule Harz. Aber wir sind im Plan der Deutschen Bahn dort mit angesiedelt und darauf sind wir stolz. Ja, das ist sozusagen, soll der Abschluss des ersten Punkt sein, also einen kleinen Überblick über uns als Hochschule Harz zu geben. Und ich würde jetzt an dieser Stelle das Thema Digitalisierung noch
vor der Pause ansprechen wollen. Digitalisierung ist ja etwas, ja, da kann man einen Fernseher anmachen oder den Computer oder die Zeitung aufschlagen oder ins iPad gucken. Um dieses Schlagwort kommt man aktuell nicht drumherum. Und es ist natürlich auch etwas, was uns als Hochschule beschäftigt. Und zwar auf eine ganz, ganz unterschiedliche Art und Weise. Zum einen ist es so, das ist der erste Punkt, dass wir letztes Jahr einen Wettbewerb mitgewonnen haben, der uns eine sehr hochkarätigere Beratung im Bereich Hochschulforum oder vom Hochschulforum Digitalisierung beschert hat. Da geht es insbesondere auch darum, dass wir uns überlegen, wie sieht denn eigentlich eine Hochschule unserer Größe am Rande des Harzes im Jahr 2025 aus. Wir können davon ausgehen, dass die Konkurrenz nicht nur andere Branchen ergreifen wird, erfassen wird, sondern die wird auch den Hochschulbereich umfassen. Und ich glaube, die Unternehmen im Silicon Valley, Google und auch Amazon haben schon Ideen, dass sie sozusagen auch Angebote für Lehre machen und dass sie im Prinzip gerne weltweit Studierende generieren. Und die haben vielleicht ein Bild vor Augen, dass irgendwie in 5 oder 10 Jahren alle Studierende mit einer Virtual Reality Brille irgendwo auf dem Sofa sitzen und in eine Vorlesung irgendwie in den USA oder irgendwo anders auf der Welt gucken. Und dann sagen sie, eigentlich brauchen wir doch die anderen Hochschulen gar nicht mehr. Wir haben doch die besten Hochschulen und die besten Dozenten weltweit. Das ist eine Vorstellung, der wir uns nicht anschließen können und wollen, sondern wir überlegen uns, was ist denn eigentlich sozusagen unser Markenkern, auch im Bereich im Zeitalter der Digitalisierung. Und deshalb geht es bei dieser Beratung nicht so sehr darum, dass wir uns nur überlegen, was machen wir denn mit digitalen Elementen in der Lehre, sondern wie müssen wir uns als Hochschule mittelfristig positionieren, um, keiner weiß, wie die Welt 2025 aussieht, aber wir ahnen, in welche Richtung es gehen wird, wir 2025 auch ganz gut aufgestellt sind. Und das Ergebnis, wir haben noch nicht mal den Bericht dieses Workshops, aber wenn ich das richtig einschätze, wird nicht so sein, dass wir sagen, wir machen nur noch Fernstudiengänge und konkurrieren dann mit Amazon oder Google und schaffen die Präsenzlehre ab, sondern unsere Stärke wird nach wie vor sein, dass Professorinnen, Professoren, andere Lehrende mit den Studentinnen und Studenten in einem Raum sind und sich sozusagen untereinander austauschen. Dass wir dann digitale Elemente praktisch und Informationen auch mit anderen Medien, vielleicht auch mit Virtual Reality Brillen, mit in diese Campus-Situation einbringen, das wird sicherlich der Fall sein. Aber wir wollen uns überlegen, was ein gutes Mix ist zwischen sozusagen Face-to-Face, also wir sitzen gemeinsam in einem Raum und sprechen miteinander, und Elementen ist, die von außen kommen. Und dazu habe ich hier eine kleine Abbildung zum Thema E-Learning. Es ist nämlich so, dass diese Mischung sehr, sehr unterschiedlich aussehen kann. Sie sehen links die klassische Präsenzlehre, die es schon vor 100 Jahren gab. Ein Dozent, eine Dozentin steht an einer Tafel, früher mit Kreide, und hat sozusagen dort gelehrt. Rechts haben wir Online-Lehre, das heißt, eigentlich brauchen wir gar keinen Menschen mehr, der die Lehre vornimmt, sondern das Ganze läuft nur über digitale Medien. Und dazwischen gibt es sehr unterschiedliche Arten von einer Mischung von Präsenzlehre und Online-Lehre. Da haben wir zum einen links Präsenzlehre mit digitaler Anreicherung. Das gibt es heute in fast jeder Vorlesung von uns, dass im Prinzip über PowerPoint Informationen eingespielt werden, dass über das Internet auch Filme eingespielt werden. Das sind also Dinge, die sicherlich in den unterschiedlichen Fächern unterschiedlich wichtig sind, aber die es heute so schon gibt. Dann gibt es in der Mitte Präsenzlehre mit digitaler Nacharbeit oder Lernüberprüfung. Das heißt also, dass man sagt, okay, da ist eine Dozentin, ein Dozent und gibt Input, und dieser Input muss alleine mit Hilfe digitaler Medien nachgearbeitet werden. Und am Ende gibt es eine Prüfung. Wenn die online sein sollte, wird es vielleicht ein Ankreuztest sein oder so, was dann leicht auch zu korrigieren ist. Das wäre so eine Variante. Und dann gibt es eine Sache, die ich für besonders spannend halte. Das ist sozusagen eine digitale Vorbereitung in Verbindung mit Präsenzveranstaltungen. Das heißt, und so ein bisschen machen wir das seit langem auch in unserem berufsbegleitenden Programm,
dass der Vorlesungsanteil zurückgefahren wird bei uns von den Lehrenden und die Basisinformationen stärker halt auch über Medien, entweder digitale Medien oder auch über Lehrbücher und Skripte vorab erfolgen. Das heißt, diejenigen, die die Informationen im Prinzip sich selber praktisch zugänglich machen können, können sich mit den Fakten beschäftigen. In unseren berufsbegleitenden Studiengängen machen wir das dann sogar so, dass wir eine Eingangsklausur stellen, um zu gucken, ob alle Studierende im Prinzip sich auch intensiv mit diesen Unterlagen vorab beschäftigt haben. Und dann findet im Prinzip ein Treffen statt, also eine ganz normale Präsenzveranstaltung, häufig in Workshop-Charakter, wo auf der Basis dieser Informationen, die man sich selber beschafft hat, kleine Projekte bearbeitet werden, Fallstudien bearbeitet werden, Thesenpapiere erarbeitet werden und das dann natürlich sowohl in studentischen Gruppen, also mit Kommilitoninnen und Kommilitonen im Hörsaal oder auch natürlich unter Anleitung von Dozentinnen und Dozenten, die dann häufig manchmal auch eher die Rolle von Coaches haben, die die einzelnen Studenten im Prinzip bei der Anwendung ihres Wissens dann beraten. Dieses Konzept wird häufig als Inverted Classroom bezeichnet und das ist sozusagen auch etwas, was ich mir vorstellen kann, in Zukunft in der Kombination von digitalen Medien zur Vorbereitung und wie gesagt dann hinterher der Anwendung und Vertiefung in Präsenzveranstaltungen, dass das bei uns eine große Rolle haben wird. In Bezug auf diese digitale Lehre kümmern wir uns seit 2 Jahren um ein Projekt digitalisierte Elemente in der Lehre. Das heißt, wir wollen bei uns halt immer mehr auch Dinge entwickeln, die wir dann einsetzen können. Das heißt, das sind so Themen wie Aufzeichnungen von Vorlesungen, wobei die Tendenz nicht so sehr dahin geht, dass man sagt, eine 90-minütige Vorlesung wird ins Netz gestellt und jemand guckt sich das dann hinterher 90 Minuten an, sondern es geht eher darum, dass man sozusagen kleinere Abschnitte, 5 Minuten vielleicht auch noch kürzer im Prinzip aufnimmt und wo ganz bestimmte Dinge, die gut erklärt sind, dann hinterher halt nochmal wieder aufgerufen werden können. Das Thema Online-Prüfung ist zum Beispiel bei uns auch ein Thema, wo wir überlegen, ob wir bestimmte Prüfungsformen, die jetzt nicht nur Multiple-Choice-Ankreuztests sind, halt digitalisieren können. Auch dort gibt es schon Erfahrungen von anderen Hochschulen. Da sind wir am Überlegen, wie wir das einbinden können. Und es gibt, wie gesagt, weitere Medien, wo wir bestimmte Inhalte online aufbereiten. Dafür haben wir auch Software wie Elias, mit denen man im Prinzip dann die Dinge in einer Mischung halt aus Texten, Bildern, Filmen und so weiter Studierenden online zur Verfügung stellen kann. Zu den anderen beiden Punkten vielleicht nur ganz kurz. Zum einen sind wir natürlich auch als Institution selber von Digitalisierungsüberlegungen betroffen. Das heißt, wir wollen auch bei uns unsere Prozesse digitalisieren und das bedeutet an der Stelle, dass wir zum einen beispielsweise Dienstreiseprozesse nicht mehr per Papier abwickeln, sondern dass sozusagen die Beantragung und Genehmigung und finanzielle Prüfung online passiert und das Ganze dann im Prinzip sozusagen von Bearbeiterin zu Bearbeiter geht, bis am Ende die Genehmigung erfolgt. Und das sind halt interne Prozesse, die wir natürlich wie alle Unternehmen und Institutionen heutzutage halt auch versuchen, effizienter abzuwickeln und das mit Hilfe von digitalen Elementen. Und die Digitalisierung ist natürlich umgekehrt auch ein Forschungsgegenstand an sich. Wir forschen natürlich auch im Bereich Digitalisierung. Unser Fachbereich Automatisierung und Informatik ist dazu natürlich vom Namen her schon geradezu prädestiniert. Ich habe hier bei Ihnen nur mal 2 Beispiele genannt. Das linke ist Licht als Datenträger in optischen Polymerfasern. Also bitte keine Frage dazu stellen, da bin ich nicht der Experte, das wäre der Kollege Fischer-Hürchert oder Herr Haupt. Das heißt, dort beschäftigt sich eine Forschergruppe seit langem, wie man Licht einsetzen kann, zum Beispiel auch zur schnellen Datenübertragung. Oder rechts haben wir ein Beispiel von dem Kollegen Frieda Stolzenburg, der einen sogenannten Inspektokopter entwickelt. Seit langem beschäftigt er sich mit dem Multicopter
also mit Drohnen, die ganz bestimmte Funktionen übernehmen können. Wir denken da weniger an das Lahmlegen von Flughäfen als an beispielsweise auch Bilder, die an verschiedenen Stellen gemacht werden, wo normale Menschen überhaupt nicht hinkommen. Und so gibt es ein interessantes Projekt, wo man praktisch mit so einem Inspektokopter die Flügel von Windkraftanlagen inspizieren kann, ganz spezielle Aufnahmen machen kann, aus diesen Aufnahmen ein 3D-Bild erzeugen kann, dann am Rechner und dann hinterher erkennt, an welchen Stellen Risse da sind, wo es Probleme geben könnte und wo Wartungs- oder Reparaturmaßnahmen ansetzen. Das ist, finde ich, auch ein schönes Beispiel, wie wir sozusagen im Digitalisierungsbereich nicht nur abstrakt unterwegs sind, sondern ganz konkrete, praktische Probleme zu lösen helfen. Ja, an dieser Stelle würde ich vorschlagen, dass wir, wie geplant, eine kleine Pause machen. Wäre das ein guter Moment? Dann würde ich sagen, dass wir kurz nach 6 mit dem zweiten Teil starten und ich danke soweit schon mal für Ihre Aufmerksamkeit. Dann würde ich, wie gesagt, jetzt im zweiten Teil insbesondere noch auf die Themen Internationalisierung und auch Wirken in der Region eingehen und am Ende noch kurz ein paar Überlegungen zum Thema Bauplanung und Campus-Kodex Ihnen nahebringen. Eine wichtige Information habe ich eben erhalten und ich werde es auch in Zukunft nicht mehr falsch machen. Ich habe eben die richtige Information bekommen, dass wir gar keinen Bahnhof haben, weil ein Bahnhof muss Weichen haben. Ne? Das heißt also, sollten wir nie wieder behaupten, dass wir einen Bahnhof an der Hochschule haben. Wir haben einen Haltepunkt, ne? Also so nennt man das, ne? Hoffe ich. Und ich werde das auch in Zukunft versuchen, nicht wieder falsch zu sagen. Aber das Entscheidende ist, dieser Haltepunkt ist, wie gesagt, im Kursbuch der Kursbuch der Deutschen Bahn vermerkt. Und das ist für mich sozusagen das, was mich an dieser Stelle freut. Gut, wie gesagt, Internationalisierung ist ein großes Thema. Und ich möchte, wie gesagt, eigentlich nur einige Aspekte mal deutlich machen, die zeigen sollen an der Stelle, ich gucke mal, ob ich das jetzt hier ein bisschen fester kriege, die deutlich machen, dass sozusagen es da ganz unterschiedliche Facetten gibt, die zu beachten sind. Zum Thema Internationalisierung gehört nämlich zum einen das gesamte Thema Studierenden- und Dozentenaustausch und ich werde auch gleich nochmal deutlich machen, dass jemand, der bei uns als internationale Studentin oder Student ist, in ganz unterschiedlicher Rolle dabei sein kann. Und auch unsere Studierende, die ins Ausland gehen, können das im Prinzip auf ganz unterschiedliche Weise tun. Also damit muss man sagen, ein Studierender bei uns mit internationalem Hintergrund kann aus ganz unterschiedlicher Motivation im Prinzip und in unterschiedlicher Rolle an der Hochschule sein. Wir haben aktuell ungefähr 150 internationale Studierende. Ich gucke mal hier. Wackelt ein bisschen und wir gehören damit, können Sie sich ja ausrechnen, 3.000 Studierende, 150 zu denen, die zurzeit durchaus auch eine unterdurchschnittliche Zahl von Studierenden haben. Ich habe gerade gestern gehört, dass Sachsen-Anhalt und deutschlandweit 13% der Studierende internationale Studierende sind, wobei, wie gesagt, es geht uns gar nicht darum, dass wir uns dort in einen Wettbewerb besonders großer oder kleiner Zahlen begeben, sondern dass wir gucken, auch an dieser Stelle wie an anderen Stellen auch, welches Konzept passt denn eigentlich gut zu uns an dieser Stelle. Wir haben 80 Partnerhochschulen ungefähr, wir hatten früher auch schon mal mehr. Also eine Partnerhochschule sozusagen zu zählen, ist gar nicht so schwer. Da fährt jemand ins Ausland, besucht eine Hochschule, die würden gerne Studierende zu uns schicken. Wir sagen, wir würden auch gerne Studierende zu Ihnen schicken und dann könnten wir sie fast, wenn wir einen Vertrag machen, in die Liste der Partnerhochschulen aufnehmen, ohne dass effektiv viel passiert. Uns geht es hier gar nicht um eine große Zahl von Partnerhochschulen, sondern dass die Partnerschaften, die wir haben, mit Leben gefüllt werden. Also lieber noch 10 Partnerhochschulen weniger und mit denen viel, viel intensiverer Austausch und Kommunikation, als dass wir da eine große Zahl hinschreiben und mit jedem Einzelnen vielleicht an dieser Stelle nicht so viel passiert. Die Partnerhochschulen sind weit verteilt. Sie sehen das, dass wir da, kann man das so sagen, ich glaube auf allen Kontinenten, jetzt außer den sozusagen, wo gar kein Mensch regelmäßig lebt, Partnerhochschulen haben.
Und wie gesagt, mit denen sind wir in ganz unterschiedlicher Weise zusammen. Unten ist, glaube ich, schwer lesbar die einzelne Auflistung der, der Länder in alphabetischer Folge, glaube ich. Eine ganz wichtige Rolle bei uns in Bezug auf den Austausch ist das Thema EU. Denn ich weiß gar nicht, es war heute den ganzen Tag in Sitzung, ist irgendwas passiert mit der Brexit? Ja, nein, vertagt. Das ist ja im Moment ein, Sie diskutieren noch, ja, oder? Das ist ja im Moment ein spannendes Thema, dass wir uns überlegen, was ist denn eigentlich sozusagen die Rolle der EU und welche kann sie sozusagen in Deutschland und in anderen Ländern spielen und weltweit. Und darüber werden manche Dinge sind gar nicht so sehr im Mittelpunkt, denn die EU organisiert seit ganz, ganz langem im Prinzip einen Austausch von Studierenden innerhalb der Länder und auch die Dozentinnen und Dozenten können an anderen Standorten in Europa, an anderen Hochschulen ganz unkompliziert lehren. Also ich zum Beispiel durfte das mal in Helsinki machen, das kennt jeder, dann habe ich das mal in Carlo gemacht in Irland. Das heißt also, das kann kurz sein, einfach nur wenige Tage, das kann ein ganzes Semester sein. Und diese Form von Studenten- und Dozentenmobilität ist eine ganz, ganz große Stärke der EU und wird gefördert über das sogenannte Erasmus-Programm, heißt inzwischen Erasmus+. Und das bedeutet, dass dabei halt zum einen keine Studiengebühren anfallen zwischen den einzelnen Ländern, die Studierenden ein kleines Stipendium bekommen, das hängt so ein bisschen an den Lebenshaltungskosten und bei Dozentinnen und Dozenten werden Reisekosten praktisch bezahlt. Und darüber gibt es Hunderttausende, ich würde sagen inzwischen Millionen Studierende, die im Prinzip andere Länder kennenlernen, sich untereinander vernetzen und das ist sozusagen eine Form von jetzt nicht nur Kennenlernen anderer Menschen und Länder, sondern auch eine Vernetzung und ein Eintauchen in die jeweilige Studien- und Lebenswelt des anderen Landes, die unendlich wertvoll ist aus meiner Sicht. Und das ist zum Beispiel etwas, was ohne die EU in dieser Form schwer zu organisieren ist. Selbst die Schweiz, die ja nicht Mitglied der EU ist, versucht sich zum Beispiel an diese Programme mit anzudocken, weil sie eigentlich den großen Nutzen an dieser Form zum Beispiel absolut sieht. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, dass viele Dinge, über die man sich manchmal bei auf EU-Ebene nicht so erfreut ist und manchmal sogar ärgert, gibt, aber eine Menge Dinge, die seit langem sehr, sehr erfolgreich laufen und von denen die Öffentlichkeit eigentlich häufig wenig Notiz nimmt. Ich möchte Ihnen kurz einen kleinen Überblick geben, was wir im Prinzip an unterschiedlichen Arten von internationalen Studierenden haben. Das heißt, wir haben praktisch zum einen Austauschstudierende, zum Beispiel über diese Erasmus-Programme, die für ein oder für zwei Semester praktisch zu uns kommen und die können alle ein bisschen Deutsch, das haben die in ihren Ländern gelernt, manche sind in Deutsch richtig gut, nahe perfekt und nehmen an den ganz normalen deutschsprachigen Veranstaltungen teil. Aber andere wiederum können so Grundkenntnisse und könnten eigentlich nach Vorlesung nur schwer folgen und Prüfungen schon gar nicht auf Deutsch schreiben. Und für die haben wir im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften zum Beispiel ein komplettes englischsprachiges Programm, sodass die zu uns kommen können und ein oder zwei Semesterveranstaltungen bei uns hören, die dann auch in ihren Heimathochschulen angerechnet werden, die auf Englisch stattfinden und wo dann halt auch die Prüfungen an dieser Stelle auf Englisch abgenommen werden. Und Studierende von uns können als sogenannte Outgoings halt auch diese Programme nutzen. Man kann natürlich auch in andere Ecken der Welt außerhalb Erasmus-Programm nach Neuseeland oder in die USA gehen und dort Semester studieren. Am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften ist es so, dass wir in der Mitte der Bachelorstudiengänge im vierten Semester komplett ein Zeitfenster geschaffen haben, in dem die Studierenden entweder ein Praktikum machen oder ein Auslandssemester machen oder ein Praktikum im Ausland machen. Das heißt also, jede Studierende und jeder Student hat eigentlich bei uns die Möglichkeit, ohne Zeitverlust ein Semester mindestens ins Ausland zu gehen und das Abschlusssemester, wo die Bachelorarbeit geschrieben wird, kann natürlich auch im Ausland stattfinden und auch die Unternehmen und Themen können im Ausland liegen. Und die anderen beiden Fachbereiche Verwaltungswissenschaften und Automatisierung und Informatik geben auch die Möglichkeit ab dem dritten Semester, dass man dann im Prinzip sozusagen
an ausländischen Hochschulen studiert und im Idealfall sollten die dann so gut zusammenpassen, dass man möglichst viel bei uns angerechnet bekommt und im Idealfall halt auch keine Zeit verliert. Dann haben wir eine zweite Gruppe, das sind Double Degree Studierende, also Doppeldiplom. Das heißt, das sind Studierende, die bei uns hier studieren, zum Beispiel International Business Studies oder International Tourism Studies und ganz fest vereinbart 2 Semester an einer Partnerhochschule verbringen, meistens fortgeschrittenen Semester. Also bei uns die Bachelorstudiengänge gehen in der Regel über 7 Semester und das heißt, dass dann das 5. und 6. Semester im Ausland stattfindet und man macht an der Partnerhochschule ganz geordnet dann 2 Semester und bekommt am Ende das Diplom oder in diesem Fall die Bachelorurkunde von beiden Einrichtungen, also sowohl von uns als auch von der Partnerhochschule und das funktioniert natürlich auch umgekehrt. Interessant ist in diesem Zusammenhang ein Programm der CDHAW, das ist die Chinesisch-Deutsche Hochschule für angewandte Wissenschaft, wo verschiedene Fachhochschulen in Deutschland sich zusammengeschlossen haben und einen Austausch mit Studierenden in China. Wir haben häufig Studierende aus Shanghai, die allerdings dann ihre Heimatorte halt auch weit über China verteilt haben. Und neuerdings gibt es auch eine Erweiterung in Richtung Mexiko. Das heißt also, wo systematisch Programme organisiert werden, wo Studierende aus China oder Mexiko zu uns kommen an den Fachbereich AI und Studierende von uns auch in Shanghai an dieser Stelle studieren können. Dann haben wir eine Gruppe internationaler Studierender, die das komplette Studium praktisch bei uns an der Hochschule durchführen. Und da wir bislang keine komplett englischsprachigen Studiengänge haben, ist es natürlich so, dass die Deutsch können müssen und zwar nahezu perfekt. Und das heißt, internationale Studierende kommen im Prinzip zu uns mit sehr guten deutschen Sprachkenntnissen. Teilweise ist es so, dass sie dann halt auch planen, hier zu leben, vielleicht einfach nur ihr Abitur, die Hochschulzugangsberechtigung im Ausland gemacht haben und hier bei uns das komplette Studium durchlaufen. Wir sind an dieser Stelle an einem interessanten Punkt, weil wir nämlich ab dem nächsten Wintersemester auch mit einem Programm beginnen wollen. Das ist ein Masterstudiengang, der heißt bei uns auf Deutsch TIM, also Technisches Innovationsmanagement. Und wir wollen ab dem Wintersemester ein Programm auflegen, das dann halt auf Englisch Technology and Innovation Management heißt und wo Studierende bei uns studieren können, komplett auf Englisch einen Masterstudiengang, die im Zweifel kein Wort Deutsch können. Ne? Das ist für die Lehre bei uns gar nicht so was Großes, weil wie gesagt, Lehrveranstaltungen auf Englisch gibt es bei uns in allen Fachbereichen jetzt schon. Aber das Spannende ist, dass die natürlich auch in die Mensa gehen und sich ein Essen bestellen wollen, dass die gegenüber zum Bäcker gehen und sich ein Brötchen bestellen, eventuell mit der Vermieterin und dem Vermieter reden müssen. Und das ist natürlich eine neue Dimension, dass dann praktisch Studierende zu uns kommen, von denen sicherlich nicht alle, aber einige am Anfang kein Wort Deutsch können. Und das ist sozusagen eine Herausforderung, an der wir jetzt arbeiten, wo wir die eigene Verwaltung, die eigene Hochschule fit machen wollen und müssen für Studierende, wie gesagt, die am Anfang überwiegend auf Englisch bedient werden müssen. Und wie gesagt, darüber hinaus gibt es für die unterschiedlichen Studierenden, wie das hier unten steht, umfangreiche Betreuungsangebote. Wir haben ein akademisches Auslandsamt, was inzwischen International Office heißt bei uns und die organisieren zum Beispiel spezielle Orientierungstage, Buddy-Programme, auch Ausflüge für die ausländischen Studierenden. Das heißt, Sie sehen, ein Studierender aus einem anderen Land kann auf ganz unterschiedliche Art und Weise und in ganz unterschiedlichen Programmen bei uns unterwegs sein. Ich habe mal hier eine kleine Liste, damit Sie einen Eindruck haben, der Top 10 Ziel- und Herkunftsländer. Vielleicht ist das für die vielleicht ganz, ganz spannend. Also die internationalen Studierenden, sehen Sie, da kommen viele aus Russland, Türkei. Da kann ich mir aber auch vorstellen, dass das Leute sind, die vielleicht sogar sozusagen überwiegend hier gelebt haben, aber halt einfach die türkische Staatsbürgerschaft haben. Dann haben wir da unten eine Liste der Outgoings, also wohin gehen unsere Studierende und woher kommen eigentlich die meisten Studierenden
in Bezug auf einen Austausch. Und da sehen Sie das, was ich eben genannt hatte. China taucht nicht nur wegen dieses CHDAW-Programms halt auch schon auf der Liste der Top 5 Länder an der Stelle auf. Gut, das sozusagen sollen ein paar Impressionen unserer internationalen Aktivitäten sein. Ich möchte an dieser Stelle jetzt das dritte Thema nochmal aufrufen, und zwar regionale Einbindung. Steht schon Kooperation, Transfer und Third Mission. Deshalb will ich als erstes mal aufklären, was es mit dieser Third Mission eigentlich auf sich hat, also der dritten Mission, über die immer häufig geredet wird. Häufig wird das Ganze so definiert, dass man sagt, die erste und zweite Dimension sind Forschung und Lehre. Bei uns an der Hochschule Harz würde ich sagen, ist es eher Lehre mit der größten Bedeutung und dann Forschung. Und dann gibt es halt eine dritte Aufgabe, und die betrifft die Verknüpfung von Hochschulen mit Zivilgesellschaft und Unternehmen. In vielerlei Hinsicht würde ich als Hochschule Harz sagen, ist das ein bisschen neuer Wein, nee, alter Wein in neuen Schläuchen, so nennt man das, weil Transfer und Vernetzung mit der Region, das haben wir eigentlich als Fachhochschulen immer schon gemacht und als Hochschule Harz von Anfang an halt auch Aktivitäten wie hier diese Kinderhochschule oder die Generationenhochschule gehören natürlich letzten Endes in dieses Konzept hinein. Aber, und das ist vielleicht so ein bisschen die neue Dimension, man macht sich seit längerem Gedanken, welche Rolle eigentlich Hochschulen in der Gesellschaft spielen können. Und das Wirken in die Region wird, wie gesagt, insbesondere von Fachhochschulen, aber auch von nicht ganz so forschungsstarken Universitäten als eine der Hauptaufgaben eigentlich der Hochschulen in der Gesellschaft gesehen. Also der Begriff ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber man erhofft sich, dass im Prinzip Hochschulen Innovationsmotoren für die Region sind. Und das lässt sich eigentlich auch wissenschaftlich ganz gut untersuchen, denn dort, wo in den letzten Jahren oder Jahrzehnten Hochschulen, Universitäten und Fachhochschulen gegründet wurden, hat sich eigentlich die Wirtschaft in der Region ganz gut entwickelt und auch andere Dinge wie zum Beispiel Bevölkerungswachstum oder Bevölkerungsabwanderung sind in Orten mit Hochschulstandorten deutlich positiver als in anderen. Und deshalb versucht man zunehmend diese Wirkung in die Region nicht relativ zufällig zu gestalten und sich zu freuen, wenn sie passiert, und sich mit der Schulter zu zucken, wenn sie nicht passiert, sondern das ganze Thema systematischer anzugehen. Ich möchte gar nicht unbedingt auf jedes Stichwort eingehen, aber wir haben bei uns mal sozusagen unterschiedliche Themen und Aktivitäten hier zusammengestellt, die etwas damit zu tun haben, wie wir im Prinzip hier in die Region wirken. Und Sie sehen auch das Stichwort Generationenhochschule, müsste da vielleicht auftauchen. Aber es gibt auch ganz viele Transferprojekte, die wir haben. Und einige von denen möchte ich an dieser Stelle dann noch etwas näher erläutern, praktisch an der Ecke. Es ist nämlich so, dass wir als Hochschule praktisch in diesem Innovationswerk Innovative Hochschule erfolgreich gewesen sind. Und das bedeutet, es gab einen Wettbewerb vor ungefähr 2 Jahren, wo man gesagt hat, okay, es wird eine Menge Bundesgeld in sogenannte Exzellenzuniversitäten gegeben. Das heißt, diejenigen, die weltweit im Prinzip an einer sehr, sehr weltweit relevanten Forschung aktiv sind. Und die Differenz zwischen der Förderung von diesen Exzellenzuniversitäten und Universitäten, die keine Exzellenzuniversitäten sind, und Fachhochschulen, klafft ein bisschen auseinander. Und deshalb hat man mit Innovative Hochschule einen Wettbewerb geschaffen, in dem praktisch den kleineren Universitäten und den Fachhochschulen die Möglichkeit gegeben wurde, Bundesmittel zu bekommen, um im Prinzip in die Region zu wirken. Und in diesem Wettbewerb, ich gucke mal ganz kurz, ob wir hier noch eine Abbildung haben, diese wollte ich ganz kurz vorab mal zeigen, waren wir gemeinsam praktisch erfolgreich mit der Hochschule Merseburg und der Hochschule Magdeburg-Stendal.
Und wir haben praktisch die größte Einzelförderung, die wir als Hochschule in unserer Geschichte haben, über dieses Projekt Innovative Hochschule bekommen. Und in diesem Projekt dürfen wir jetzt gemeinsam mit den Hochschulen in Merseburg und Magdeburg diese Forschung für Transferaktivitäten in der Region voranbringen. Warum als Verbundprojekt? Ich hatte das ja am Anfang gesagt, wir haben bestimmte Schwerpunkte, beispielsweise Tourismus, beispielsweise Automatisierung oder Verwaltung. Aber wenn es ein Unternehmen bei uns in der Region gibt, die im Bereich zum Beispiel Chemie tätig sind, dann würden wir sagen, naja, also das ist jetzt nicht unbedingt unsere Stärke im Bereich Lehre und Forschung. Aber wir würden die dann an dieser Stelle sozusagen nicht wegschicken, sondern wir würden sagen, nein, wir haben im Land einen Kooperationspartner, in diesem Fall die Hochschule Merseburg, und würden gucken, dass wir sozusagen diesem Unternehmen gemeinsam mit der Partnerhochschule helfen. Und umgekehrt, wenn die Hochschule Magdeburg oder die Hochschule Merseburg ein Tourismusthema hat oder ein Unternehmen, was an Tourismusexpertinnen und Experten interessiert ist, würden die an uns weiterverweisen. Das heißt, wir könnten in unseren engeren Bereich der Region strahlen, aber über unsere Partner halt auch Themen abdecken, die bei uns an der Hochschule hier nicht im Mittelpunkt stehen. Ich habe hier, wie gesagt, an dieser Stelle ein bisschen zurückgenommen, ein paar Beispiele von Aktivitäten, wie wir über Forschungs- und Transferaktivitäten in die Region wirken. Ein Beispiel ist sozusagen eine Musterwohnung für altengerechtes Wohnen. Die Kollegin Apfelbaum, die das Projekt hier federführend begleitet und hier auch genannt wird, ist hier bei uns. Das heißt also, das ist zum Beispiel ein so ein typisches Projekt, was im Rahmen innovativer Hochschule gefördert wird. Ein zweites Beispiel, da geht es darum, dass man Technikaffinität halt auch für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger herbeiführt. Häufig ist es nämlich, wie wir wissen und wie nicht überraschend ist, gar nicht so sehr, dass man das Ganze, die Technik nicht nutzen könnte, sondern dass man eigentlich einen kleinen Hinweis bekommt, wie man zum Beispiel Handys oder rechts, das habe ich mir erklären lassen, wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt, das ist ein Gerät, mit dem man Gefäße öffnen kann, ne, Frau Apfelbaum, und wo man dann sozusagen mit digitaler Unterstützung halt sozusagen einfacher unterschiedliche Formen von Gefäßen öffnen kann, was eine große Hilfe im Alltag sein kann und wo man dann aber im Prinzip eine Anleitung an dieser Stelle bekommt. Andere Themen sind zum Beispiel eine App für Fahrradfahrer, wo wir im Zusammenhang mit der Stadt Blankenburg hier in dieser Region Punkte ansteuern, die Klima Points of Interest sind. Der Kollege aus dem Fachbereich AI, Hardy Punt, der praktisch ein Geowissenschaftler ist und hier auf dem nächsten Bild dieses Projekt mit dem Fahrrad vorstellt, ist für dieses Projekt beispielsweise verantwortlich. Und wir haben hier ein weiteres Thema, wo es um einen Wasserlehrpfad am Brocken geht. Das ist ein schönes Thema, was sozusagen regionale Entwicklung, Information und Digitalisierung verbindet. Denn Sie sehen, das sind QR-Codes. Und wenn man mit einem Handy auf diese QR-Codes kommt, kann man sich sozusagen umfangreiche Informationen bei diesem Wasserlehrpfad mit Outdoor-Elementen zu unterschiedlichen Themen an den jeweiligen Punkten abrufen. Das sind jeweils ein paar Beispiele, damit Sie ein Gefühl dafür bekommen, was für unterschiedliche Themen wir im Zusammenhang mit regionalen Projekten hier bearbeiten an der Stelle. Die Folie hatte ich schon mit unseren Partnern. Vielleicht an der Stelle nur ganz kurz die Antwort auf die Frage, was ist denn das Besondere an diesem Verbundprojekt Innovative Hochschule? Sie sehen das, es hat drei unterschiedliche Bereiche, die eingekästelt sind, die machen wir und die anderen werden von den Partnerhochschulen Magdeburg und Merseburg halt insbesondere bearbeitet. Das erste nennt sich Transorg, das heißt, die Frage ist, wie können wir uns als Institution aufstellen, um diesen Transfer gut zu organisieren. Da unten ist ein Stichwort, das heißt ONFA und das heißt abgekürzt One Face to the Customer und das heißt nichts anderes, dass
alle sich an einen von uns, eine Mitarbeiterin, Mitarbeiter wenden können, egal welches Problem sie haben. Und die Idee dahinter steckt, dass Unternehmen, egal ob sie Weiterbildungsfragen haben, ob sie Forschungs- oder Transferaufgaben haben oder ob sie eine Absolventin, einen Absolventen im Bereich Career Service haben wollen, sich an einen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin bei uns wenden können und die Frage dann intern sozusagen weitergegeben wird, sodass diejenige, die praktisch angefragt hat, dann an genau die richtige Expertin und den richtigen Experten kommt. Also wir als Institutionen müssen uns in dem Bereich an der Stelle fit machen. Das mittlere Thema hat mit Kommunikation zu tun, heißt deshalb Transcom. Und ein Beispiel dafür ist eine Matching-Plattform für Study Skills. Das heißt, wir wollen halt gucken, inwieweit Anforderungen beispielsweise von Unternehmen an Absolventinnen und Absolventen und von den Absolventinnen von uns zusammenkommen. Und das ist also eine Frage, wie man durch digitale Elemente an dieser Stelle Kommunikation unterstützen kann und das Zusammenkommen von Angebot und Nachfrage befördert. Und das restliche, das Thema rechts, das heißt, ist ein Evaluationsthema und da geht es genau um den Punkt, den ich vorhin angesprochen habe. Wir wollen mal gucken, dass wir wissenschaftlich untersuchen, unter welchen Bedingungen denn solche Transferprojekte funktionieren und welche Transferprojekte vielleicht auch nicht so gut funktioniert haben, sodass wir die Beispiele, die ich Ihnen gezeigt habe, nutzen können, um Lehren daraus zu ziehen, wie wir zukünftig Transfer mit den Städten, Gemeinden, Bürgerinnen organisieren können. Also das ist sozusagen so ein Metaprojekt, in dem wir die Wirksamkeit unserer Transfermaßnahmen evaluieren wollen und daraus im Prinzip Schlüsse für die Zukunft ziehen wollen. Also ein ganz spannendes Projekt mit ganz unterschiedlichen Facetten, was das Thema regionale Vernetzung und Transfer in die Region in den Mittelpunkt stellt an der Stelle. Ja, und dann habe ich noch die zwei Themen, die ich vorhin angekündigt habe und die vielleicht die eine oder andere von Ihnen interessieren könnte. Wir sind nämlich in den letzten 2 Jahren unterwegs gewesen und haben uns nicht nur Gedanken darüber gemacht, wie wir uns im Bereich Digitalisierung für die Zukunft fit machen können, sondern auch die Frage, an welcher Stelle eine bauliche Entwicklung möglich ist. Nun muss man sagen, wenn wir das unserem Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung sagen, dann sagen die, na, es gibt doch so Kennzahlen und eigentlich habt ihr doch genug Platz und seid doch eigentlich ganz gut ausgestattet. Und dem würde ich an dieser Stelle gar nicht widersprechen wollen. Es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie vielleicht bis auf ganz bestimmte Dinge wie Büroraum aus allen Nähten platzen. Aber die Frage ist, inwieweit die Räume, die wir jetzt haben, eigentlich für die Anforderungen der Zukunft ausreichend sind oder inwieweit wir uns dort weiterentwickeln müssen. Und dort haben wir in den letzten 2 Jahren Workshops durchgeführt, die unterschiedliche Themen zum Ergebnis hatten. Das eine Thema, da geht es darum, dass wir die bestehenden Bibliotheken und Seminarräume weiterentwickeln wollen. Also ich hatte das vorhin schon angedeutet, die Frage, wie viele Bücher soll es zukünftig in einer Bibliothek geben? Ist es so, dass praktisch auch die Möglichkeit besteht, mit eigenen digitalen Medien, Endgeräten, Handys oder iPads beispielsweise Informationen zu lesen, dass man mit dem eigenen Notebook da reinkommt? Und wie ist vielleicht auch die Arbeitsatmosphäre in einer Bibliothek der Zukunft? Gibt es vielleicht Bereiche, wo gar nicht alle immer sofort Psst sagen und jemanden schelten, wenn er gerade flüstert, sondern vielleicht gibt es sogar Bereiche in Bibliotheken, die Kommunikationsplattformen sind. Ich sage das immer so ein bisschen, auch wo man das bei uns nicht so gerne hört. Ist das vielleicht ein Café mit Büchern, ne, wo man in gemütlichen Kaffee sitzt und einen Kaffee trinkt, mit Kommilitonen sich austauscht und dabei Bücher und digitale Medien an dieser Stelle benutzt. Das sind sozusagen Themen, die wir diskutiert haben und wie wir unsere Bibliothek weiterentwickeln wollen. Dann haben wir das Thema Kommunikationsplattform für Studierende. Es ist nämlich bei der ganzen Hochschulplanung bislang nur wenig berücksichtigt, dass Studierende sich auch außerhalb von Vorlesungen an Hochschulen aufhalten und bei uns ganz stark auch Teamprojekte bearbeiten müssen. Das heißt, die wollen und müssen sich mit Kommilitonen und Kommilitonen treffen
und müssen gemeinsam im Prinzip Projekte durchführen. Und dafür brauchen die eine vernünftige Arbeitsumgebung, in der sie sich bewegen können und halt auch mit zukünftig halt auch Unterstützung, vielleicht, dass da auch ein Bildschirm mal in dem Raum ist, den sie benutzen können, um Präsentationen vorzubereiten, gemeinsame Projekte durchführen. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen ab und zu mal in der Mensa bei uns ist, das ist ja auch möglich. Da sieht man, dass es an manchen Tagen so ist, dass die Studierenden eigentlich zum Essen gehen, irgendwie um eins, und um 1:30 wird die Mensa gar nicht leerer, sondern immer voller, weil die gar nicht mehr aufstehen, weil das sozusagen einer der wenigen Räume ist, wo sie eigentlich in Ruhe mit Kommilitonen praktisch Projekte besprechen können, Aufgaben vor- und nachbereiten können. Das heißt, die Studierenden schaffen sich schon einen Ort, wo sie miteinander kommunizieren, aber die Mensa ist aus verschiedenen Gründen nicht der perfekte Ort dafür, Projekte zu bearbeiten. Und außerdem ist es dann auch für diejenigen, die danach mit ihrem Essenstablett kommen, schwierig, noch einen Platz zu finden. Also wir wollen dort Räume schaffen, die für die Studierenden an dieser Stelle deutlich geeigneter sind. Und dann haben wir noch drei kleine Bauprojekte. Sie wissen, Bauen ist im Moment teurer. Da gibt es bei uns bei kleinen Baumaßnahmen im Land eine Deckelung. Ich glaube, die Oberkante sind 1,5 Millionen. Und mit jeder Preissteigerung wird das Gebäude kleiner werden, weil der Kostendeckel bleibt, ne? Aber vielleicht die Kosten steigen. Und das betrifft eigentlich drei Dinge, über die ich kurz berichten möchte. Ein Studierenden-Service- und Welcome-Center, ein Hochschulsportzentrum und ein sogenanntes Living Lab. Wir haben praktisch bei uns unterschiedliche Möglichkeiten und Räume für diese drei Dinge, die für uns besonders interessant sind, identifiziert und hatten da eine Beratungsfirma, die auch andere Hochschulen schon geplant hat, die uns praktisch an dieser Stelle dann unterstützt hat. Hier sind noch ein paar Informationen zum Thema Bibliothek und Lernorte, da hatte ich ja eben schon etwas dazu gesagt. Dies ist das Thema hier Studierenden-Service- und Welcome-Center. Die Überlegung dazu hat zwei Hintergründe. Der eine Punkt ist der, dass wir aus meiner Sicht wirklich einen tollen Campus haben, aber wenn Besucher kommen, fragt man sich manchmal, wo ist denn eigentlich der Eingang? Ne? Und an wen kann ich mich eigentlich wenden? Ne? Kriegen wir hier, weil wir viel miteinander reden, immer gelöst, dass wir dann sozusagen an jemanden verweisen, der wahrscheinlich weiß, wo derjenige sitzt, den man sucht. Aber eigentlich ist das sozusagen nicht der perfekte Zustand. Das heißt, wir wollen zum einen einen Anlaufpunkt für Gäste an dieser Stelle schaffen, aber wir wollen auch einen zentralen Infopunkt für Studierende schaffen. So etwas Ähnliches haben wir schon mal probiert im Prüfungsamt, Dezernat für studentische Angelegenheiten, wo die Studierenden an einem Infopunkt unterschiedliche Fragen stellen konnten. Und häufig ist es so, dass 80% der Fragen dann dort auch beantwortet werden konnten und die anderen 20% wurden halt weiter an Expertinnen und Experten gegeben. Und diese Idee, die sich auch bei uns und an vielen anderen Ecken schon bewährt hat, die wollen wir hier an dieser Stelle umsetzen und wollen im Prinzip dort auch einen Anlaufpunkt, Knotenpunkt für Gäste, aber auch Studierende. Und wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Frage haben, dann kann man sich da auch dran wenden, praktisch schaffen und vielleicht auch mit Hilfe digitaler Medien und Elemente dann halt auch weitere Informationen und Auskünfte geben. Der Ort, das sehen Sie rechts mit dem gelben Sternchen, das ist dort geplant, wenn wir gegenüber diesen großen Platz, den wir manchmal als roten Platz bezeichnen, mit der Tasse in der Mitte sehen, dann ist im Hintergrund von der Friedrichstraße aus gesehen das Gebäude des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften und genau vor diesem Gebäude des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften, ich gucke mal, geht das? Ja, hier, das ist das Gebäude des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften, hier ist dieser Platz, hier ist irgendwo die Friedrichstraße und davor würden wir dieses Gebäude, wo jetzt das Dekanat des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften hier verlängern und dort im Prinzip einen interessanten und möglichst auch optisch erkennbaren Anlaufpunkt zu dem Zwecke schaffen, den ich eben beschrieben habe. Zweites Thema ist das Thema Hochschulsport. Studierende brauchen natürlich unterschiedliche Formen auch von Ausgleich und dazu gehört Sport und das ist sicherlich eine der Sachen, die, wo ich jetzt sagen würde, am meisten Spaß macht und auch am sinnvollsten ist und am gesündesten an dieser Stelle. Und wir haben verschiedene Angebote, wir haben ja auch eine kleine Sporthalle,
und wir haben einen Außensportbereich. Aber wenn man sich anguckt, wo zum Beispiel unsere Fitnessräume sind, dann hat das schon einen ziemlich herben Charme im Keller von unserem Haus 2. Und das ist einer der Eindrücke, die ich mitgenommen habe, insbesondere von meinem Besuch in Carlo in Irland. Da hatte ich immer das Gefühl, ist das hier eigentlich eine Hochschule oder ist das ein Fitnesscenter, wo auch noch ein Hörsaal angeschlossen ist? Also die hatten riesige Sport- und Fitnessmöglichkeiten und das ist sozusagen internationaler Standard, dass man sozusagen Studierenden an dieser Stelle gute Möglichkeiten bietet. Und das ist, wollen wir auch machen. Also wir wollen sozusagen ein Fitnesscenter praktisch schaffen. Und die Idee, das sehen Sie hier, hier ist das Gebäude hier von uns an dieser Stelle, Papierfabrik, und hier hinten ist sozusagen die Holthemme. Und dort wollen wir an dieser Stelle praktisch ein Fitnesscenter schaffen, was halt heutigen Ansprüchen genügt, was für Studierende attraktiv ist. Da werden wir vielleicht auch noch ein paar Büros einbinden und Räume für studentische Initiativen. Aber das ist sozusagen unser Plan für die Verbesserung und die Attraktivität im Bereich Sport und Fitness. Und das dritte Thema ist eins, was auch, was wir an anderen Standorten im In- und Ausland gesehen haben und was wir sehr attraktiv fanden, und zwar ein Living Lab. Das heißt, wir würden gerne unsere Forschungsaktivitäten sozusagen transparenter machen. Und die Idee ist, Sie sehen das hier an dem vorgeschlagenen Standort, das ist hier wieder der Platz mit der Tasse. Hier soll dieses Welcome Center hin. Und hier in Richtung von der Friedrichstraße haben wir noch eine kleine Fläche, die auch von der Friedrichstraße aus einsehbar ist. Und die Grundidee ist, dass wir eigentlich ein Gebäude schaffen, was von der Friedrichstraße aus eine große Glasfläche ist und aus viel Glas besteht, wo man von außen im Prinzip sehen kann, welche Forschungsaktivitäten laufen. Also im Idealfall kann man von außen ein Stück weit beobachten, wie Forschung stattfindet, was sich da eigentlich gerade entwickelt. Innen wird das wahrscheinlich ein großer Raum sein, der skalierbar ist. Man kann mehrere kleine Räume daraus schaffen oder einen halbgroßen und mehrere kleine, das heißt mit variablen Wänden, damit wir im Prinzip für unterschiedliche Arten von Forschungsaktivitäten die Größenbedarfe dort schaffen können. Auch dort wird es sicherlich ein paar Büros für Drittmittelangestellte, also für Forschungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben. Aber die Idee ist im Prinzip, dass man eine Kommunikation zwischen Studierenden, Forschenden, aber auch Partnern halt aus der Wirtschaft im Prinzip dort abbildet in Form eines sogenannten Living Lab, also eines Forschungsbereiches, der transparent ist und in den man auch von außen gucken kann. Das ist ein spannendes Konzept, was wir an dieser Stelle halt hier bei uns umsetzen wollen und damit halt auch ein Stück weit auch die Verbindung zur Region und die Transparenz erhöhen wollen. Das sind die Dinge, die wir vorhaben. Wir haben vom Bund Gelder, sogenannte Hochschulpaktmittel, bekommen. Die sind zeitlich befristet und deshalb müssen wir gucken, dass wir diese Projekte, die jetzt in der Planung schon relativ weit fortgeschritten sind, so bis 2022 ist unser Plan. Also Sie können sich das vorstellen, sehr anspruchsvoller Plan in der heutigen Zeit, wo es gar nicht so leicht ist, Firmen zu bekommen, die im Bauaktivitäten durchführen. Aber bis dahin stehen uns diese Mittel zur Verfügung. Und Genehmigung liegt vor vom Ministerium. Das wollen wir, wie gesagt, jetzt in den nächsten 4 Jahren, wenn wir 2019 dazu zählen, in die Tat umsetzen. Letztes kleines Thema, was ich ansprechen möchte, ist das Stichwort Campus-Kodex. Und beim Campus-Kodex geht es, wie ich am Anfang schon gesagt habe, darum, dass wir uns gemeinsam an der Hochschule überlegen, wie wir eigentlich zu unterschiedlichen Themen miteinander umgehen wollen, ohne dass das jetzt irgendwelche Dinge betrifft, wo ich sagen würde, also wir bringen uns nicht gegenseitig um und verletzen uns auch nicht. Das wäre jetzt nicht Thema des Campus-Kodexes, sondern unterhalb dessen, wo wir sagen, was ist denn eigentlich gesetzlich geregelt? Was wäre denn eigentlich ein Maßstab oder eine Form gewünschten Umgangs miteinander? Und zu diesem Thema haben wir praktisch seit einem Jahr
uns mit allen Kolleginnen und Kollegen, oder alle hatten die Möglichkeit mitzumachen, Studierende, Professorinnen, Lehrkräfte, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter getroffen und haben diese 6 Themenbereiche identifiziert. Die haben wir, wie gesagt, jeweils mit einem Schlagwort mal zusammengefasst. Respekt, Chancengleichheit, Weltoffenheit, offene Kommunikation, akademische Werte. Also, ich sage es mal grob gesagt, die Studierenden schreiben in der Prüfung nicht ab und die Forschenden schreiben auch nicht von anderen Dingen ab, ohne dass sie es vorher kenntlich machen, wäre ein Thema akademische Werte und Nachhaltigkeit. Unter diese Überschriften haben wir uns sozusagen zusammengefunden, um uns zu überlegen, wie wir eigentlich an der Hochschule gerne miteinander umgehen wollen. Sie sehen als ein Stichwort da rechts oben das Thema Feiern. Ne? Also klar, alle wissen, dass das Thema Feiern und etwas ist, was für die Studierenden in der Phase zwischen 20 und 30 kein ganz unwichtiges Thema ist. Und es ist so, dass wir natürlich Möglichkeiten schaffen wollen und können, dass auch bei uns am Campus Feiern stattfinden. Insbesondere, weil ja die letzte echte Studentenkneipe, das Blue, so vor 1,5 Jahren geschlossen hat oder vor gut einem Jahr. Aber klar, das heißt, es geht nicht darum, dass man das in irgendeiner Form komplett irgendwie restriktiv behandelt oder unterbindet. Aber wir wollen gemeinsam im Prinzip Regeln machen, dass man sagt, man kann gut feiern. Und ohne dass hinterher sozusagen ein Renovierungskommando für zum Beispiel die Mensa, wo die Feiern stattfinden, da durchgehen muss. Wir haben an dieser Stelle, was das Thema Nachbarschaft angeht, halt auch im Sommer eine Maßnahme entwickelt, indem wir gesagt haben, wir haben ja ich fand ihn ehrlich gesagt sehr trocken, aber sehr angenehm und warmen Sommer hinter uns. Und wenn wir da im Prinzip nicht aufgepasst hätten, dann wäre im Prinzip fast an jedem Abend auf unserer Wiese ein Campusfest gewesen, weil nämlich, Sie kennen das, heutzutage gibt es Boxen, die sehr leistungsfähig sind mit Musik und die man nur mit dem Handy ansteuern kann und wo eine Menge Musik gemacht werden kann, im Prinzip mit sehr wenig Aufwand. Und das finden manche gut, aber diejenigen, die das gerade nicht hören wollen, die sind da sehr in Mitleidenschaft gezogen. Und deshalb haben wir unseren Wachdienst im letzten Sommer zum Beispiel beauftragt, ab 10 Uhr mal über den Campus zu gehen und im Prinzip jede Form von Musik in Form von Boxen oder im Jahr davor hatte jemand gerne mal so um 11:30 noch ein bisschen Trompete gespielt, zu unterbinden. Man darf da gerne weiter miteinander reden und noch seine Bierflasche austrinken oder seinen Wein, aber wir wollen im Prinzip, genau das ist die Idee unserer Kultur, dass man Geselligkeit Zusammensein fördert, aber in einer Art und Weise, dass sozusagen die Belästigung oder die Beeinträchtigung von anderen gering gehalten wird. Es gibt in dem Zusammenhang noch ein anderes Thema, und zwar habe ich da stellvertretend mal die Wohnheime genannt. Sie können sich vorstellen, dass ich als Rektor öfter mal einen Hinweis bekomme, Mensch, Ihre Studierenden haben an der Stelle Folgendes gemacht, und das hören wir uns auch an und versuchen dann auch darauf zu reagieren. Aber nicht alles, was Studierende machen, ist eigentlich in unserem Einflussgebiet. Also zum Beispiel die Wohnheime gehören zum Studentenwerk und das Studentenwerk ist eine eigene Institution. Mit denen sind wir natürlich in einem engen Austausch, aber wir haben in diesem Sinne jetzt im engeren Sinne jetzt kein Hausrecht innerhalb von Wohnheimen beispielsweise. Und wenn es um private Wohnheime geht, die es halt auch gibt, dann ist das sozusagen an der Stelle noch schwieriger, da direkten Einfluss drauf zu nehmen. Wir sind natürlich in der Diskussion mit den Studierenden und dem stellen wir uns, aber es gibt halt grundsätzlich in manchen Bereichen, wie zum Beispiel Wohnheim als Hochschule, auch nur begrenzte Einflussmöglichkeiten an dieser Ecke. Ja, vielleicht noch ganz kurz, wie haben wir das gemacht mit dem Campus Codex? Sie sehen hier ein paar Bilder bei uns aus der Mensa. Das heißt, nachdem wir uns in diesen Workshops getroffen haben, gab es halt zum Beispiel auch eine große moderierte Veranstaltung, wo an jedem dieser Tische, die Sie dort sehen, eines dieser Themen aufgerufen wurde und alle Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Dozenten und Studierende ihre wichtigen Punkte zu diesen jeweiligen Oberpunkten Respekt, Weltoffenheit, Chancengleichheit, Nachhaltigkeit, akademische Werte und offene Kommunikation zusammengetragen haben. Das heißt, ausgehend von einer ersten Sammlung von Themen, die den Oberpunkten zugeordnet sind, haben sich alle im Prinzip dort einbringen können. Das war, obwohl es auch ein
toller Sommerabend war und man draußen die Zeit auch hätte gut verbringen können. Toll, wie viele sich dort in der Mensa versammelt haben und gemeinsam überlegt haben, was eigentlich zu diesen Punkten des sozusagen geeigneten Miteinanders passen könnte an der Stelle. Und wir sind jetzt an dieser Stelle so weit, dass wir morgen früh mal gucken, ob wir eine erste Schlussredaktion machen und wollen dann so ein paar Leitsätze zu diesen Themen halt dann halt in diesem Jahr praktisch letzten Endes dann verabschieden und auch umsetzen. Wobei, wie bei vielem auf dieser Welt, würde ich sagen, es geht nicht darum, dass wir jetzt irgendetwas uns angucken, diskutieren und verabschieden, sondern hier wie in vielem anderen ist der Weg das Ziel, das heißt die Auseinandersetzung mit dem Thema selber und die Frage, wie wollen wir uns verhalten und was gehört eigentlich zu den Themen dazu, ist der eigentliche Wert von so einer Diskussion über den Campus-Kodex. Und deshalb ist so ein Thema dann halt auch nicht mit irgendeinem Beschluss beendet, sondern muss gelebt werden und wieder weiterentwickelt werden. Das war, glaube ich, die letzte Folie. Ja. Ich hoffe, dass ich Ihnen zu Beginn des Jahres einen geeigneten Überblick gegeben habe über das, was Sie vielleicht im Zusammenhang mit unserer Hochschule Harz interessieren könnte. Und ja, stehe zu den unterschiedlichen Punkten gerne für Fragen zur Verfügung. Könnte jemand? Ganz kurz, warten Sie mal, bis ein Mikro kommt. Sie haben ja eine ganze Menge vor und machen eine ganze Menge an der... Hier, ja. Sie haben ja eine ganze Menge vor und viele Aufgaben. Über welches Budget verfügen Sie eigentlich? Und welche Kosten kommen eigentlich auf die Studierenden zu, wenn sie sich an der Hochschule einschreiben wollen? Also wir haben praktisch ein jährliches Grundbudget, was so in der Größenordnung von 16 Millionen Euro liegt pro Jahr. Und dazu kommen halt dann manchmal punktuell noch Sondermittel wie die vom Bund, vom Hochschulentwicklungsplan, die dann zeitlich begrenzt sind, manchmal größer sind, sogar im Millionenbereich, manchmal ein paar hunderttausend sind, aber auf die wir uns dann nicht dauerhaft im Prinzip verlassen können. Also das Grundbudget ist ungefähr in der Größenordnung von 16 Millionen Euro. Und bei der anderen Frage muss ich sagen, da kann ich Ihnen nur so eine Daumensache sagen, auf die bin ich nicht so ganz genau vorbereitet. Studierende müssen bei uns im Prinzip nur eine Semestergebühr in der Größenordnung von 60 bis 70 Euro, glaube ich. Ne? Habe ich da einen falschen? 80, sehen Sie, da bin ich nicht ganz aktuell. Also 80 Euro pro Semester bei uns bezahlen. Dabei ist auch schon ein Studentenwerksbeitrag und im Prinzip auch ein Regionalticket von den Bussen. Ne? Also man muss das auch mal an dieser Stelle immer wieder sagen, wenn man nach England oder in die USA oder andere Länder guckt, ist es ein unglaubliches Privileg, in Deutschland im Prinzip im Kern ohne Studiengebühren so eine Ausbildung zu bekommen. Und da sollten wir drum kämpfen, dass das auch in Zukunft so bleibt. Ja, gibt es weitere Fragen oder Anmerkungen? Ja? Mein Name ist Reinhold. Eine Frage. Wie steht es mit dem Promotionsrecht an unserer Hochschule? Das ist eine Frage, da könnten wir jetzt eine weitere Generation Hochschule zu machen. Also die Frage nach dem Promotionsrecht. Es ist an dieser Stelle so, dass lange immer wieder diskutiert wird, ob Fachhochschulen oder Hochschulen für angewandte Wissenschaften auch ein Promotionsrecht bekommen sollen. Meine Position ist dazu, wir brauchen ein Promotionsrecht, aber nicht für uns als Institution, sondern für unsere Absolventinnen und Absolventen. Weil wir nämlich tolle Masterabsolventinnen und Absolventen haben, die genauso grundsätzlich in der Lage sind zu promovieren wie Masterabsolventen und Absolventinnen von Universitäten. Das Schwierige ist nur, dass das Promotionsrecht noch nicht mal bei den Unis liegt. Mit den Rektorinnen und Rektoren wird man sich schnell einig, sondern es liegt bei den Fakultäten der Unis. Und das kann bedeuten, dass wenn wir mit der Otto von Guericke Uni Magdeburg sprechen, dann kann es bei der Fakultät A super laufen mit kooperativen Promotionen und die Fakultät B sagt, wir möchten mit den Hochschulen für angewandte Wissenschaften nichts zu tun haben und die Hochschulleitungen, die Unileitungen können relativ wenig tun. Das heißt, wir sind in der Diskussion mit dem Ministerium, dass wir systematischer einfordern, dass Kooperationen mit Universitäten aus dem Land, aus dem Bund und auch
Europa oder weltweit praktisch möglich sind, damit unsere Absolventinnen und Absolventen die gleichen Chancen haben wie Masterabsolventen von Universitäten. Vorne, ja. Ja, mein Name ist Udo Kerbel. Es war ein sehr interessanter Vortrag, den Sie hier gehalten haben. Dafür möchte ich mich erstmal recht herzlich bedanken. Ansonsten hätte ich die Frage, könnten Sie noch mal Ihr Angebot zum Erlernen von digitalen Medien für die ältere Generation oder wie Sie sagten, Best Ager, kurz erläutern? Ich würde vorschlagen, wer da Interesse hat, kann sich direkt an die Kollegin Apfelbaum, die kann ich ganz kurz mal aufstehen, wenden. Vielleicht können Sie das gleich sozusagen für die, die da ganz direkt sind, bevor wir Stille Post spielen, direkt machen. Geben Sie das Mikro mal kurz weiter, dann kann Frau Apfelbaum da direkt darauf antworten. Gut, vielen Dank erstmal für das Interesse. Ich habe jetzt nicht mit dieser Frage gerechnet und war da insofern nicht darauf vorbereitet, aber ich gebe das gerne hier in die Runde. Also unser VTT-Netz-Vorhaben, was wir hier am Standort Wernigerode auch mit praktischer Hinführung durchführen, machen wir in ganz enger Kooperation mit der Wernigeröder Wohnungsgenossenschaft, WWG, die die Räume zur Verfügung stellt, und der Seniorenvertretung Wernigerode. Das wollte ich jetzt einfach nochmal sagen, weil der Vorstand ja auch da vorne sitzt und es diese enge Verbindung auch zur Hochschule gibt, schon lange. Und wir bieten im Moment an, weil wir dann doch mit begrenzter Personalausstattung das nur machen können, einmal in der Woche, so wie es auch auf dem Foliensatz eben erkennbar war, montags von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr oder 14 bis 16 Uhr, dass Sie aber am besten auf die Webseite von unserem Projekt nochmal gucken. Da würden der Foliensatz, genau, www.innovativ-altern.de. Da stehen immer die aktuellen Hinweise, wann wo eine Sprechstunde angeboten wird. Und es ist tatsächlich so, dank der tollen Kooperation, auch mit der Seniorenvertretung, haben wir sehr viele Interessenten inzwischen schon bekommen, die einfach jetzt auch nach Weihnachten mal vorbeikommen wollten und sagten, wir haben neue Tools geschenkt bekommen, kann uns da jemand helfen, um zum Beispiel bestimmte Apps einzurichten. Also deswegen bitten wir, das steht aber auf der Webseite, um telefonische Anmeldung vorher, im Moment. Sonst können Sie aber auch gerne, wer Interesse hat, einfach einmal vorbeikommen in der Kopernikusstraße 6 und dann mal gucken, wie die Räume sind und dann einen extra Termin vereinbaren. Reicht das als Hinweis? Ich komme aus dem Nordharz, ja, und bin da auch Bürger für Nordharz, also sehr engagiert. Und für uns wäre es von Interesse, ob wir so ein Konzept nicht eventuell übertragen könnten. Denn wir können ja nicht alle Nordharzer dann hier nach Wernigerode fahren, wenn sie sowieso schon überlastet sind. Dann müssen wir darüber mal sprechen können. Sehr gerne, falls noch irgendjemand so ein Interesse hat. Wir haben auch im Portfolio sozusagen ein mobiles Angebot, das wir dann mit einem Koffer oder zwei Koffern von so einschlägiger Technik Vorträge anbieten für Seniorenvertretungen oder Volkssolidarität oder was auch immer. Ja, also wer sich mit dem Thema beschäftigt, das können wir gerne auch über einen direkten Kontakt vereinbaren. Was wollte ich jetzt? Ich wollte eigentlich keine Werbeveranstaltung machen. Nö, das passt doch gut. Vielen Dank. Danke für das Interesse. Freue ich mich, okay. Dass Sie... Okay. Gut, wir sind zeitlich schon weit fortgeschritten, aber vielleicht, wenn es noch eine Frage gäbe, könnten wir die noch... Jetzt sind wir genau an dem Punkt, wo es gar keine Frage gibt. Auch gut. Dann passt das sozusagen gut in den zeitlichen Rahmen. Ich möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich für Ihr Interesse, nicht nur am heutigen Abend, sondern insgesamt an der Hochschule Harz bedanken. Und wie gesagt, wir bleiben in Kontakt und ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches, interessantes Jahr 2019. Danke.